Wir machen jetzt da gleich weiter. Internet haben wir noch keins, macht aber nichts. Ich fahre jetzt bloß ein wenig in der Schrift runter. Das ist die Dreieinigkeit Gottes, wenn ihr nachschaut im Internet. Also ist das der Mensch, ihr werdet jetzt schon merken, dass das immer klarer wird. Und was für viele so schockierend ist, dieses Rot-Blau-Schreiben, ist eine unendliche Hilfe, weil ich Metaebenen sofort ersichtlich mache mit Rot und Blau, wenn man das simple Prinzip verstanden hat, was du in Schwarz-Weiß-Schriften überhaupt nicht mitkriegst. Und nochmal, wenn einer das installiert sich irgendwann einmal, wenn es einen interessiert. Und selbst wenn du normale Schriften liest, wirst du feststellen, dass du das dann automatisch so siehst, ohne dass das da ist, weil du sofort unterscheidest, wird jetzt hier von einem geistigen Aspekt oder bloß von einer blauen, wahrnehmbaren Gedankenwelle gesprochen. Das heißt also nochmal, ist das jetzt der Obama? Wer ist das? Ist das der Mensch Barack Obama, der sich in dem Spiegel betrachtet? Im Spiegel betrachtet? Nein, du Geist betrachtest in diesem Moment in deinem Indivisionalbewusstsein. Jetzt haben wir hier das DI. Blau gelesen hast, ist die Öffnung eines Intellekts, erzeugt Visionen. Das sind deine Divisionen. Ein Geist. Ah. So. Da wiederhole ich nochmal kurz, das Rot-Blau ist sehr wichtig. Und wenn wir hier jetzt das sehen, wer ist das? Ist das Barack Obama? Nein, schau genau hin, was da ist. Leinwand, Wand mit Schatten drauf. Der Mensch Barack Obama, der sich im Spiegel betrachtet, ist natürlich nicht, das sind keine Menschen. Du Geist betrachtest in diesem Moment, und jetzt schau, was ich hier nicht vorhebe, Mom. Denk M und M, sind zwei, M steht für Gestaltwährung. Wenn wir hier ganz kurz einmal reinspringen, kann ich nicht, wir haben kein Internet. Ist MIM. Also das funktioniert ja, das stürzt jetzt dann eh gleich ab. Ihr müsst mir halt vertrauen, ich wollte, wenn ihr nachschaut, MOM ist M, M, Wasser heißt MEMIM, so sprechen das die Juden aus. Wasser schreibt sich M, J, M, MEM, J, MEM. Also der Buchstabe heißt MEM, ist aber das eine Zeichen ist ein M. M-I-M heißt, da ist ein Gott in der Mitte und er hat eine Gestaltwertung oben und eine Gestaltwertung unten, das ist MEM. Wasser selber, MEM, liest man M-I-M, das heißt, M steht für Gestaltwertung und IM heißt Meer, eine Gestaltwertung des Meeres. Im Hebräischen ist die Vorsilbe, der erste Buchstabe kann eine Vorsilbe sein, heißt es M von, vom Meer. Wasser ist eine Gestaltwertung, Gott in der Mitte mit zwei Gestaltwertungen und M, Yom heißt vom Meer, absolut korrektes. Jetzt muss man aber wissen, dass die IM, dieses Meer, dieses IM als Suffix gelesen, ist das ein sogenannter Dual, entweder der männliche, die männliche Mehrzahl, ich bleibe mal deutsch, Mehrzahl, schauen wir uns mal das Wort Zahl genauer an. Z-A, Z-Blau ist die Geburt, A ist die Schöpfung. Die Geburt einer Schöpfung ist die Wahrnehmung von Licht, blau gelesen. Das ist das ausgedachte, symbolische Licht einer ausgedachten Sonne, die genau gar kein Licht ist, weil das geistige Licht ist die Lampe im Projektor, die nicht flackert. Gehen wir später genauer darauf ein. Es ist aber auch eine Dualendung, das kennen wir im Deutschen nicht. Zum Beispiel heißt Osen heißt Ohr und Osen im sind die zwei Ohren. Ein ist das Auge, ein im sind die zwei Augen. Schad ist die weibliche Brust, heißt auch Dämon. Und Schadim sind die zwei Brüste, jetzt haben wir unsere Gedankenwelle. Dann heißt Mem im, wenn das ein Dual ist, heißt es zwei Mem. Es nur die drei Zeichen, wenn man nur die ganze Grammatik durchspielt, steckt so unheimlich viel drin, das ist wieder die Tasse, wo man die Perspektiven verändern. Und da muss ich jetzt sagen, das, was ich dir erzähle, wird dir kein Jude, wenn ich jetzt sage, da kommt der Rabbi zu mir, wenn ich habe auch hier selbst dieser Abraham vom Dunen, wo das Denach-Programm geschrieben ist, natürlich, weil wir uns den jetzt ausdenken und wir uns denken, dass der das geschrieben hat. Wenn ich jetzt wieder raumzeitlich lese, der hat die Holo-Arithmetik gelesen und die Itziak Luri-Akademie in Rotterdam, das ist eine alte kabbalistische Schule, das ist ein ganz alter, anerkannter Kabbalist. Der hat hier das Programm, wo man dann in meinen Maßsetzungen Tipps gegeben hat, wo wir jetzt benutzen, das war früher zwar schon da, der hat so viele Sachen mit reingepackt,
die Endzeichen zum Beispiel, sagt er, das kennt die ganze jüdische Mystik, kennt die Aufbau in der Holoarithmetik, wenn du das siehst, was die Endzeichen eigentlich wirklich bedeuten. Müssen wir jetzt auch nicht ins Detail gehen. Nochmal, musst du nicht erklären, wie ein Computerchip funktioniert. Ich kann immer nur sagen, es ist alles perfekt. Es ist göttlich perfekt und es gibt nichts Erbärmlicheres, wie Gott vorzuwerfen, dass eine scheiß Schöpfung erschaffen hätte. Und das machst du in dem Moment, wo du meinst, du könntest die Schöpfung verbessern. Um dich zu rechtfertigen, denkst du dir jetzt an Satan aus. Zu dem kommen wir noch, der du letztendlich selber bist, weil du einseitig bist und nicht vollkommen, weil du deine eigene Vollkommenheit vergessen hast. Und selbst da läuft nichts verkehrt, so wenig wie die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen irgendwas verkehrt gelaufen ist. Also dieser Mom, rein jetzt im Wörterbuch, wenn du Mom nachschaust, dieses M-Waff-M, also M-O-M, heißt im Wörterbuch, wenn wir das M-Waff-M schreiben, das Waff kann ja als W, als V, als O und als U in Erscheinung treten, was übrigens ganz entscheidend ist, was dann für ein Bild entsteht. Das ist, habe ich zigfach schon erklärt, gehe ich jetzt nicht drauf ein, wollen wir uns nicht so arg verlieren. Es ist alles strenge arithmetische Regeln, ich betone arithmetische Regeln, nicht mathematische. Das ist kein Geld, das Wissen hast du noch nicht gelernt. Das wären mathematische Regeln, wenn du diese göttliche Arithmetik verstanden hast. Und du wirst das verstehen, ist alles schon passiert. Du bist ja ich. Also, wenn wir M, Waff, M, 40, 6, 40 schreiben, dann heißt es Fehler. Das heißt, in diesem Mom End. End weist darauf hin, dass das war folgte und da mir von rechts nach links lesen, das vorhergehende Wort wieder ins Gegenteil gekehrt wird. Der Fehler wird wieder zu einem Nichtfehler. Das ist ein Filter. Wir können natürlich für das O eine 70 setzen. Die rot geschriebene 70 ist ein Augenblick. 70, 40 heißt Volk. Auch ein Zusammen, das heißt vom Volk. 70, 40 ist eine augenblickliche Gestaltwerdung. Das Volk ist dein Kollektivwissen. Das ist zum Beispiel all das Zeug, was für dich logisch ist, weil du meinst, es ist da außen so. Im Selbstgespräch, ich bin du Quadrat, heißt es auch, da heißt es, immer die verschiedenen Ich als normaler Mensch, als dieses normale Ich, sagst du, ich glaube das, weil ich sehe, dass es so ist. Das höre ich erkennen, dass du das zu sehen bekommst, was du glaubst. Es wird immer, immer genau so sein und auftauchen, wie du dir das ausdenkst. Du bist doch immer. Und wenn du das jetzt tausende Mal 10 Jahre lang hörst, dann wird dir plötzlich klar, dass das die Beschreibung des Ersten das ist, was eigentlich jeden Moment von dir überprüft werden kann und alles, was du bisher geglaubt hast, eigentlich Sachen waren, die nur deshalb sind, weil du es glaubst. Es ist logisch, sage ich immer als Udo, aber nicht geistreich. Du merkst jetzt schon, jetzt sind wir wieder ein einziges Wort und wie heißt es? Mein Menschensohn hat kein Problem, aus dem einen Wort ein 400-Seiten-Buch zu machen, wenn wir tiefer gehen. Muss dich jetzt aber nicht interessieren. In deinem Divisional-Indivisional-Bewusstsein, rot geschrieben heißt es göttliches Sein und göttliches Bewusstsein. Und da innen drin sind die Divisionen. Das heißt, dieses in all ist das Allumfassende, das Absolute. Und du siehst es ja in dir drin. Und jetzt die Divisionen sind Teilungen. Ich muss die absolute Eins, muss ich Divisionen machen, um eine Vielheit zu kriegen. Ich brauche, um was zu erkennen, einen Unterschied. Denken wir da die Glaskugel, die wir zerspringen lassen. Ein Geist, der schläft, ohne zu träumen, ist eigentlich nichts. Er selber ist nichts. Er wird ja erst so etwas, das tote Meer, ohne Wellen. Wenn keine Wellen an der Oberfläche sind, ist nichts da. Und die Metaphern sind erst einmal sehr, sehr einfach. Ich habe dann hier, wenn ein Gedanke erstarrt in deinem Kopf, dass ich jetzt immer noch den Trick zwischen hier oberhalb und unterhalb brauche mir eine Nulllinie. In Wirklichkeit können wir das noch feiner machen, das ist auch in einem der Selbstgespräche, dass ich sage, es gibt nur Wasser, das symbolisiert Geist. Und jetzt haben wir 4 Aggregatzustände von Wasser. Das heißt, wir denken uns Geist mal als Wassermoleküle, also ganz fein. Und jetzt sieht es so aus, dass wenn wir jetzt sagen, wir haben Wasser und jetzt aber einen gewissen Bereich in dem Wasser, ist ein Kontinuum, ein lückenloser Zusammenhang, lassen wir einen kleinen Bereich in Form eines Eiswürfelfischchens erstarren. Dann haben wir einen Unterschied zwischen dem Wasser, dem flüssigen Wasser und dem erstarrten Wasser. Wir ändern den Aggregatzustand, das ändert am Wasser rein
chemisch gesehen nichts, es wird kein Molekül hinzugefügt und weggelassen, sondern in einem gewissen Bereich erstarrt, ich sage in dir, erstarrt ein Gedanke und dann schmilzt er wieder weg. Und wenn der Unterschied wieder weg ist, das Wasser bleibt das Wasser. Du bist dein ganzes Leben lang derselbe Geist. Du warst schon immer derselbe Geist. Meine einfache Metapher mit der 200 Gramm rote Knete. Und von Moment zu Moment veränderst du deine Informationen, dass an dir selber überhaupt nichts verändert hat. Das ist das Irre, wenn man reinschaut, wenn man jetzt nicht bewusst an den Körper denkt, sondern was machst. Toni sagt zu mir, wenn ich im Garten bin und einen Baum beschneide, es ist, wenn ich jetzt das mache, ist es komplett dasselbe Toni, wie ich es Haus gebaut habe vor, was ich hier 30 Jahre, 40 Jahre. Erst wenn ich an meinen Körper denke, sagt er, da will ich was machen und bin komplett alles, was ich mache. Es ist derselbe Geist, der das erlebt, bis ich dann sagt, Zement hochheben muss, dann merke ich, ich bin doch älter geworden. Weil jetzt in dem Moment brauche ich wieder den Körper und der funktioniert dann, ist dann doch anders, den Körper, den er sich jetzt ausdenkt, wie vor 40 Jahren. Du Geist, betrachtest in diesem Moment dein Indivisionalbewusstsein. Ich wollte noch sagen, dieses DI, die Öffnung deines Intellekts, erzeugt Visionen. Das heißt, du musst anfangen, dich zu urteilen. Das heißt, du machst Unterschiede in dich hinein. Dieses DI für sich selber ist, dass du mal hier genügend, eine genügende Menge, du hast da genügend zum Verdauen, da steckt noch mehr drin, da wäre es gut, wenn wir das Internet, oh, wir haben das Internet, glaube ich. Funktioniert es wieder? Also anzeigen du das. Das haben wir gerade auch schon gehabt und ist auch nicht gegangen. Ist ja wurscht. Müssen wir damit leben, weil das nämlich schön ist, wenn du die ganzen Wortkomplexe siehst, diese Öffnung des Intellektes, tausend witzige Pixel, PI ist die Weisheit Gottes und in der Mitte ist dieses X, das ja auch ein G ist, eine Kollektion von Wahrnehmungen, das ist jetzt hier, jetzt hast du mal die höheren Ebenen, das wird jetzt ganz einfach, was ich erkläre, ist ganz, ganz einfach, ein sehr hoher Komplex, den ich in einfachen Worten ausdrücke. Eine Vereinfachung von einer Vereinfachung, aber wenn man das Gefühl einmal verstanden hat, Pixel ist ein Kunstwort, das aus der Abkürzung von englischen Wörtern entsteht und so weiter und so weiter. Und jetzt wird es wieder interessant. Das heißt hier, ein judensprechendes Ott aus, das ist Aleph, das Waf als U, Taf, ein nicht existierendes Zeichen. Das ist rot geschrieben. Das ist ganz wichtig. Ist ein energetischer Charakter, ein schöpferisches Urelement. Diese 22 plus 5 out, die 27 Schöpfungsenergien darstellen. Diese einzelnen Wörter kannst du immer wieder jetzt hebräische Zeichen machen und da steckt es dann schon drin, was wichtig ist. Was mir jetzt darum geht, da fahren wir jetzt runter, wenn du hier zum Beispiel blau hast, die Zeichen Aleph, Bet, Gimel, Daf oder A, B, C, D sind keine Orte, das sind nicht die Roten, das sind die Erscheinungen von der Energie, die da ist. So wie wenn du jetzt an dich denkst, diese Erscheinung ist praktisch zur Zeit im Hintergrund, hast du, Bob Lauren sagt bei die Idee, die Uridee, wobei Idee ja schon wieder eine äußere Erscheinung, eine Gestalt, eine Form heißt. Das ist ein riesengroßes Problem in den Bladern-Büchern, weil man nicht loslässt. Bateka, die klare Erkenntnis, ich denke, also bin ich. Gehe ich in Selbstgespräch überall darauf ein. Die Falle besteht darin, dass dann irgendwann einmal erkannt wird, da ist ein Geist und da ist Materie. Was die nicht checken, ist der Doppelschritt, dass ein ausgedachter Geist kein Geist ist, sondern bloß wieder eine Vorstellung von Geist. Geist selber kann sich nicht in Erscheinung treten lassen. Auch das Licht der Lampe im Projektor kannst du hier nicht sehen. Du kannst die Sonne abbilden, das sind Unterschiede, das sind Schatten. Wenn du jetzt hier einen Projektor abbildest, der Schatten wirft mit einer Lampe, ist die Lampe schon wieder da vorne. Das ist eine andere Schicht, das ist eine andere Dimension. Jeder sichtbare Buchstabe, blau geschrieben, ist bei geistreicher Betrachtung ein Matrixbild einer statischen Matrixanzeige, die aus tausenden winzigen Pixeln besteht. Das gilt für die winzigen Lämpchen eines Monitors und die Farbpunkte auf Papier. Was natürlich jetzt sehr interessant wird, was ich jetzt dann reinbringen würde, wäre eine 7-Segment-Anzeige, dass man das mit 7 Bausteinen sieht und dass den Leuten gar nicht bewusst ist, dass wenn du jetzt das, der Buchstabe selber im Computer hat jetzt erst einmal in irgendeiner Form das K und wenn du Schriftarten veränderst, musst du dir vorstellen, dass hier ein kleines Fenster ist, praktisch wieder wie wenn du ein Foto machst und jetzt müssen beim K, das reine K als
als Informationswert, muss, wenn du die Schriftart veränderst, hier praktisch ein Bild. Das sind eigentlich lauter kleine Bilder. Okay? Interessant ist, dass du gar nicht mitkriegst, wenn du das jetzt größer machst, den Buchstaben kann ich ja größer machen, muss ich alles drumherum mit verschieben. Das ist ein Rechenaufwand ohne Ende, dass du irgendwann merkst, dass das so, wie man es sich erklärt, eigentlich, wenn man ein bisschen ein Gefühl kriegt, kann es eigentlich auch gar nicht sein. Es ist logisch und wenn es logisch ist, funktioniert es. Keiner fragt sich, warum. Das gilt für alles. Wenn einer zu mir sagt, man braucht doch Geld zum Überlegen, Überleben, dann sage ich, stimmt. Hast dich schon mal gefragt, warum? Weil du es glaubst. Mich wird es ja nicht geben, wenn mich meine Mutter nicht geboren hätte. Sage ich, stimmt. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Hast dich schon mal gefragt, warum das dann eigentlich so ist? Weil du es glaubst. Du bist doch auch dann da, wenn du dir das nicht denkst. Vergangenheit gibt es eh nicht. Außer du denkst jetzt dir irgendwas in die Vergangenheit, es ist aber ein Gedanke, den du jetzt denkst. So, und jetzt fahre ich hier ein bisschen runter. Da wird es dann auch interessant, einem Wachen. Hier kommt jetzt das immer wieder dieselben Sätze. Was ist mächtiger? Ein Gedanke ist gleich eine Idee oder der Mensch. Übrigens, Idee beginnt intellektuelle Öffnung, erzeugt zwei Erscheinungen, zwei Hehe. Eine intellektuelle Öffnung. Das ist das hebräische Wort für Hand. HA, die wahrgenommene Schöpfung, ist eine existierende Öffnung. ND heißt auf und ab, hin und her kommen. ND, beweglich. Der Mensch, die Öffnung eines berechneten Menschen oder den Gedanken, der den Gedanken denkt. Einem wachen Geist ist immer bewusst, dass jeder von ihm de facto hier und jetzt ausgedachte Enosch-Mensch, sterbliche Mensch, Trockennasenaffe, auch nur ein Gedanke, eine selbstbestimmte Idee, Idee, äußere Erscheinung, Form, Gestalt von ihm selbst dargestellt wird. Dieses LD sind Lichtspiegelungen. Denk wieder an unser Tetraeder mit der Lampe im Zentrum. Bedeutet heimlich, jetzt dieses LD in Gematrie Explorer, sprich in den Wörterbüchern nachgeschaut, heißt heimliche Beschwörung und Zauberei. Das ist ein anderes Wort für Beschwörung. Es gibt nochmal ein Wort für Beschwörung und Zauberei. Das ist MG, die Magie. MG heißt ein gestaltgewordener Geist. Das ist der Zaubermann. Die Magie, die du in dir, meine Magie ist meine Zauberei, ist, dass ich mir was denken kann, auch mich selber denken kann. Ich bin ein Zauberer, der Magier. Jetzt müsste man ins Griechische gehen und was feststellen, das Magos, der Magier, in Holofeeling alles erwähnt, der die Kochkunst kennt. Hier, die Lichtspiegelungen sind auch eine Beschwörung, eine Zauberei. BLD heißt im Verborgenen, das sind jetzt klassische Übersetzungen, dieses B als Vorsilbe heißt immer im, in, das heißt das Meer und das Verborgene. Wir haben jetzt hier und wir fahren jetzt hier runter, das Erlebnis, und jetzt kommt die Dreieinigkeit, und was ich euch nur zeigen wollte, ist, dass diese Tabelle. Ich mache schnell, ich würde gerne langsamer machen, aber ihr wisst ja, ich will euch zuerst einmal verwirren. Wenn ihr verwirrt seid, könnt ihr irgendwann nochmal anfangen. Ihr habt alle Zeit der Welt, euch wieder neu zu sortieren, aber ich bitte etwas geistreicher wie bisher. Symbol. Dieses El Hayom, die Bezeichnung, womit Gott übersetzt wird, Gott. Das Meer hat den Gesamtwert 86 und das ist der Wert von UP. Und das haben wir dann überall in den Upanishaden, in Upeska, Erleuchtungs im Zen-Buddhismus, Upeska. Das Absolute ist interessant, dass das im Englischen, obwohl ich jetzt hier UB ihm schreibe, ist auch so eine Freiheit, die ich mir nehme, weil das Absolut wird ja mit AB geschrieben. Aus 1 waren 2, A, B. Im Hebräischen heißt AB zuerst einmal Vater und wenn du das aussprichst, heißt es aufblühen, weil das B auch als W vokalisiert wird im Hebräischen, dann hast du die Schöpfer, wird aus 1, wird 2, das blüht jetzt in dir auf und jetzt haben wir ein aufgespanntes Wissen, UB wird im Englischen, wird auch ab ausgesprochen. Drum, wenn ich absolut immer mit UB schreibe, kann man sofort logisch erklären, wo die Zusammenhänge sitzen. Gott, das Meer ist ein, da würde ich jetzt das, habe ich normal noch geschrieben, damals würde ich normal ein A hinmachen, es ist jetzt ein Elef, ein absoluter Gott, das heißt der höchste Gott, das heißt Elion, das heißt der absolut höchste. Das Quelllicht, wenn wir es rot lesen, ist es das Quelllicht, die Lampe im Projektor.
Das Aluf. Bitte? Aluf heißt doch auch der Oberste. Ja, da gibt es mehrere. Wie gesagt, wie bei dem Zauber und bei der Magie gibt es verschiedene Wörter. Es gibt mehrere Wörter für Zeit, sind aber ganz spezielle Wörter. Jetzt mache ich das, dass ich zuerst einmal das in Gelb reinsetze. Damit drücke ich aus, Gelb symbolisiert, machen wir jetzt einfach mal den reinen Geist und da ist das Rote drin, das Adam-mäßige. Symbolischer Gottvater, der erste Mensch, ist inspirierender Geist. IOB, Bewusstsein, ist absoluter Geist. Un, das heißt, UN heißt verbunden sein, ein verbunden sein. Du brauchst ja Unterschiede, unvorstellbar, nicht denkbar. Selbstverständlich können wir jetzt hier Gott denken. Siehst du ja. Jetzt mache ich das Rote, damit sage ich, dass dieses Wort für was steht, was eigentlich nicht in Erscheinung treten kann. Und jetzt wird es interessant, passt auf. Das heißt, dass dieses rot geschriebene Wort Gott, das du hier siehst, dieses rot geschriebene Wort Gott, in der Symbolik eigentlich blau ist. Weil ich sage, blau steht für alles, was du sehen kannst. Und wenn du ein rot geschriebenes Wort siehst, symbolisiert es blau, was ausgedacht ist. Wenn wir jetzt das zusammenpacken, kriegen wir violett, das ist die Christusflamme. Da kommen wir noch gleich dazu. Das ist dann, wenn wir in Farbspektrum gehen, wenn du mal das Farbenspiel Gottes anschaust, das war dann reine Physik, wo viele sagen hier, ist unglaublich, wo ich dir die hebräischen Farbnamen nehme, die Grundfarben Rot, Grün und Blau und ich nehme jetzt die Zahlenwerte dieser hebräischen Farbnamen und dann berechne ich dir genau, wie du mit einer einfachen Formel aus diesen Farbnamen die physikalische Wellenlängen in den Physikbüchern kriegst. Dass exakt die festgesetzten Wellenlängen der Farbnorme genau die Zahlenwerte sind von den hebräischen Zeichen. Die Lichtgeschwindigkeit, das Licht Orm, wir haben ja, Licht ist ja, die sagen immer 300, aber das sind ja nur 299, bla 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 bla. Wenn du das auf 6 Stellen genau hinschreibst, der Wert, der zu 300.000 fällt, der Wert, der fällt, ist genau der Zahlenwert vom hebräischen Wort Licht. Weil das Physik ist. Göttliche Physik kennt deine Menschheit nicht. Kann sie noch nicht kennen, weil ich sage immer wieder, wenn du jetzt ein Buch lesen tust, auf der Seite 6, das noch nicht draufsteht, was du auf der Seite 60 zu verstehen beginnst. Dann haben wir hier, schaut, das ist JCH. Ich habe gesagt, das ist die 10. Buchstabe im hebräischen Alphabet, auch in dem von dir gewohnten, ich sage mal deutsches Alphabet. I ist der 9. Buchstabe, das ist der kleine Gott, darum nenne ich das I kleiner Gott. Geht's wieder? Das ist der kleine Gott. Okay, das ist der symbolische Gottessohn. Und jetzt haben wir hier schon dieses Ich Bin. Das schreibe ich jetzt so, das ist das in der Esoterik, das ist das, was die Geist nennen, ohne zu wissen, was Geist ist. Und jetzt haben wir das Schöne, das Bi. Das heißt, das einmal auf Hebräisch, Bi heißt in mir. Die hebräischen Buchstaben Bj. Im Griechischen heißt es zwei. Der eine Gott, der erfährt sich erst, wenn mindestens zwei in ihm sind. Aber der es erfährt, ist der dritte. Und jetzt mache ich hier eine Existenz, die auftaucht. Das ist der träumende Geist. Das ist dieser ausgedachte Träumer, dieses Ich in dir, rot geschrieben, das du nicht denken kannst, dass du selbst bist. Und diese Existenz, die jetzt in dir auftaucht, das ist jetzt praktisch die Frau, Nekaba. Ist der symbolische Gottessohn, inspirierender Geist und Gedankenwellen. Ich bin Geist, ausgedachtes Ich plus persönliche Wahrnehmung ist hier im blauen Bereich, weil dein ausgedachtes Ich, ob du jetzt an das, jetzt können wir natürlich Mensch, momentaner Körper, Gedankenwelt, da gehe ich dann, habe ich eine neue Tabelle gemacht. Ich bin, und jetzt haben wir diese Existenz reingesetzt zwischen den Ich bin Adam und das, was wir dann als Enosch rausstellen. Ich bin Bewusstsein, träumender Geist, Trümmerhaufen. Wenn du spielst, wenn du mal das Prinzip begriffen hast, merkst du, wie viel ich da rein, wie da reingepackt ist. Und jetzt machen wir nur noch die hier. Beachte das weltlich Blaue. Blau ist es, das ist das hebräische Wort für Blau. Befindet sich in dem Roten. Adam heißt ja auch Rot. Das Blaue ist im Roten. Darum stelle ich das jetzt so ganz einfach da. Kafkol, Kol für sich alleine heißt das Weltliche. Das heißt praktisch, wie das Weltliche befindet sich immer im Geist des roten Adam und der rote Adam befindet sich in dem gelben, das symbolisiert das nicht denkbare Absolute, die Energie als Ding an sich. UB plus Ich bin, die sind untrennbar verbunden
Mensch, Person, und durch die Person hast du jetzt Projektionen. So, und das lasse ich jetzt einmal, ich bin geistiger Sohn, selber lesen, wenn es sich interessiert. Es schult deinen Geist ohne Ende. So, und jetzt machen wir das, habe ich das jetzt genauer gemacht. Bitte nicht erschrecken, ich habe gesagt, ich erkläre es euch ganz genau. Wir haben zuerst einmal hier diesen den gelben UB, den ich jetzt in den Adam reinsetze. Das ist der innerste Kern, der Mittelpunkt. Habt ihr nicht begriffen, dass der Tempel Gottes in euch ist? Das ist die 86. Aus der entspringen UB, El Hayom 86, ist vollkommen allein, ohne Unterscheidung, alles gleichzeitig. Der ist allein. Ain ist nicht existierend. Das will er nicht mehr sein, darum denkt er sich einen Sohn, dass er dann und wann wie ein jeder Vater mit seinem Sohn spielen kann. Der durchlebt jetzt sein Leben, bis er ans Ende hinkommt, wo er begreift, dass er plötzlich erkennt, ich bin eins mit dem Vater. Dadurch entsteht dieser Begriff Ich-UB. Jetzt bin ich aber wieder allein. Jetzt muss ich mir einen Brösel ausdenken. Das ist der Geistesfunken, der mir jetzt zuhört. Wohlgemerkt, Geistesfunken ist nicht ein anderer Geist, darum unterstreiche ich das. Es ist ein und derselbe Geist, es sind bloß Stufen der Vergessenheit. Durch die Vergessenheit, das sind die, ich sage normalerweise, das UB klammern wir weg, ich und ich, das sind die ersten zwei Ich, die eins sind. Und ich, das sage ich normalerweise, das ist der Mensch und das ist ein Körper von diesem Mensch. Das ist eine einfache Erklärung. Jetzt setze ich hier ganz neu einen Violetten dazwischen, der beides gleichzeitig ist. Der ist rot als Geist und blau als ausgedachter Mensch. Der Adam ist Denker und Ausgedachtes. Der ist rot und blau. Die Matrix, die Frage, willst du die rote oder die blaue Brille nehmen, ist eine Fangfrage. Die rote Brille führt dich in die Welt der Oberfläche, der Gedankenwelt, die rote Brille führt dich nach Zion, was übrigens unter anderem Grabstätte heißt, in die Tiefe, ins Innere rein, und die in der Tiefe haben alle ihren Matrixanschluss, in die Nabelschnur. Wenn du jetzt wählst, begehst du einen Fehler, weil du schon wieder eine Einseitigkeit nimmst. Du entheiligst dich. Es gibt nämlich keine Wellen ohne einen Denker, aber ein Denker, der keine Wellen hat, ist auch nichts. Das heißt, du musst beides nehmen, das in das Violette, in das Christusbewusstsein reinfahren. Und immer daran denken, alles, was ich euch erkläre, ich bin zurzeit in dieser Problematik, dass jedes Wort, das ich ausspreche, zerstört eigentlich das, was ich euch erkläre. Oder anders ausgesagt, wenn du den Unterschied zwischen Basic und Windows kennst, an Möglichkeiten. Ich versuche jetzt Basic zu erklären, was Windows ist, obwohl für Windows das eigentlich für Basic gar nicht existieren kann. Ich versuche jetzt in diesem Moment einen Säugling, der zwar schon aus der Gebärmutter draußen ist, aber die Nabelschnur noch nicht abgenabelt hat, dem versuche ich zu erklären, wie die Welt funktioniert. Jetzt bin ich gekommen, um euch Liebe zu bringen. Ich bin die Liebe, ich bringe dir das Schwert. Das heißt, du bist jetzt in einer Stufe, dass wenn du auf das hörst, was ich dir sage, ich sage einfach, halt meine 10 Gebote, was musst du dann eigentlich machen? Wenn ich zu dir sage, mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Nochmal, du bist ein träumender Geist. Ich kann doch einem träumenden Geist nicht vorwerfen, dass er das träumt, was er träumt. Ich bin nicht so schizophren wie ihr. Weil er kann es sich doch nicht raussuchen. Ich verbiete auch dem träumenden Geist nicht, dass er nicht mehr träumt, weil das kann er sich auch nicht raussuchen. Macht das einen Sinn? Sondern ich sage dir, träum einfach und werde immer mehr dir bewusst, dass du als träumender Geist in einer anderen Welt bist. Du erschaffst alles, was du träumst. Aber dazu musst du einen Doppelschritt machen. Wie ich immer wieder sage, du musst das begreifen, dass du selbst was bist, was nicht in Erscheinung treten kann. Und wir setzen uns jetzt selbst als einen träumenden Geist ganz bewusst. Und dann verstehst du, wie das zusammenhängt, dass der träumende Geist verantwortlich ist und nicht verantwortlich ist. Er ist insoweit verantwortlich, weil er träumt es ja. Mein Einfallspinsel, der Pinsel malt und alles, was er malt, hat er gemacht, Punkt. Er ist aber nicht verantwortlich, weil er sich ja das nicht raussuchen könnte. Der ist ja in der Hand eines Malers. Und solange deine Logik noch verlangt, diese aristotische Logik ist so eine Sackgasse. Wenn sich etwas widerspricht, kann bloß eins davon richtig sein. Das ist die Fangfrage schlechthin. Es ist Blödsinn. Man kennt natürlich auch das Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten. Das ist der eine Stufe drüber. Aber nichtdestotrotz sind 99% der menschlichen Probleme, will man von zwei Seiten nur eine haben. Wir wollen nur Frieden. Ihr lebt in einer Märchenwelt. Wenn ich immer wieder sage, ihr seid so festgelegt bei Begriffen, bei Beschreibungen von Begriffen, wenn ich jetzt in eurem Programm sage Nazi, dann ist jeder
Ihr könnt nichts dafür, das ist euer Programm, außer es ist schon bei den meisten hier, ist das ja hoffentlich schon einmal ausgetauscht worden. Aber wenn man Holofini nicht kennt, löst Nazi bei den Menschen, die du dir ausdenkst, einen klaren Begriff Hitler, Deutschland Nachkriegszeit, Vorkriegszeit. Weil du so programmiert bist, du schmeißt bei Nazi diese Bilder auf. Das Wort Nazi, Nazio heißt schlichtweg und einfach Geburt. Was habe ich in Almenau gesagt? Ich bin der rechtsradikalste Nationalsozialist, der jemals diesen Erdboden betreten hat. Und das meine ich vollkommen ernst. Puh. Jetzt schauen wir uns einmal die Worte an. Rechts. Das Wort rechts kommt von recht, von richtig, aufrichtig. Radikal kommt vom Wort Radix, Radieschen. Die Radix, die Wurzel. Rechtsradikal heißt wörtlich übersetzt etymologisch die richtige Wurzel. Nazio heißt Geburt und Sozio heißt Brüderlichkeit. Die richtige Wurzel zur Geburt der Brüderlichkeit. Ich bin der Christus. Das bedeuten die Worte. Wenn du aus den Worten was anders machst, ist es dein Problem, weil du ein fehlerhaftes Interpretationssystem hast. Und wenn du Nazi hörst, dann denkst du ganz gezielt an das, was dein Programm aufschmeißt. Da ich das weiß, ist mir klar, ich weiß, was die Worte auslösen und das wollen wir ja erweitern. Das heißt, ich sage zuerst einmal jetzt ganz bewusst, jeder Mensch, Enosch, Trockennasenaffe, ist jetzt in dem ausgedachten System, gehört er einem Volk an. Und ich sage dir, du sollst stolz sein auf dein Volk. Ob du ein Türke bist, ob du ein Grieche bist, egal was du bist, weil jedes Volk was ganz was Besonderes hat. Ich mache immer gerne das Beispiel, wir denken uns die Erde als einen großen Körper. Und jetzt können wir flexibel sein, deine Sinnesorgane sind verschiedene Völker bzw. verschiedene Religionen. Wenn ich immer sage, hier das Seevolk, das Hörvolk oder die Religion, Christentum, es sind Spezialisten. Wenn du der Mensch bist, da wirst du gar nicht auf die Idee kommen, was für ein Volk ist besser, das Seevolk oder das Hörvolk. Die sind komplett anders, das sind Spezialisierungen. Das sind auch so Sachen, wenn man esoterik sich etwas auseinandersetzt, so ich sage, all das Wissen, die hier zitieren, wenn ich immer sage, ein Hammer, ein Schraubenzieher, das sind Spezialisierungen. Ein Schraubenzieher ist nicht dazu da, einen Nagel einzuschlagen. Mit einem Hammer tust du dich schwer, wenn du eine Schraube rausdrehen willst. Also sei stolz, mach dir bewusst deine Nation, dass du zu einer ganz Religion gehörst, egal wer du bist. Du musst immerhin, ich bin, du heißt es, du musst nicht austreten und nicht eintreten irgendwo. Du musst das Bewusstsein kriegen, dass du zuerst einmal weißt, du bist der, der das ausdenkt. Aber dass du, solange du zu einer Gattung gehörst, dass du begrenzt bist. Ob jetzt das in Form der Traditionen sinnvoll ist, wo ich immer sage, gerade die Traditionen, wo alle am Leben erhalten wollen. Du wirst merken, dein Geist wird sich irgendwann einmal lösen müssen von einer Sekte, von einer Sektion, von einer Nation, die begrenzt ist, wenn du das allumfassend erfahren willst. Ein einfacher Satz, Gott ist alles. Solange du etwas Besonderes sein willst, wirst du nie begreifen, was es heißt, alles zu sein. Ob ich jetzt sage, ich bin der Udo oder ich bin der Fritz oder ich bin das oder ich bin Deutscher, ich bin Jude. Und dann kommt, wenn wir schon die Nation haben, die Nation, selbe ist, wir hatten gerade beim Essen das Thema mit Neger. Boah, sagt man doch nicht Neger, Neger. Schwarze ist politisch korrekt. Neger heißt Negroid, das ist bloß das lateinische Wort für schwarz. Das heißt, wie kommst du dazu, wenn ich bloß das in einer anderen Sprache ausspreche, dass es zu einer Beleidigung wird, weil du so programmiert bist? Du glänzt auf deinen Schwamminhalt und merkst gar nicht, dass das ganze Leid, das du in dir selber erzeugst, aufgrund von fehlerhaft anerzogenem Wissen erzeugt wird von dir selbst, bis du dir Gedanken machst. Keine Feindbilder, immer dran denken, ich predige nicht ein allereinziges Feindbild. Wir haben gerade das Thema gehabt, wo ich die schmutzigen Witze erzählt habe. Will ich eine ganz kleine Sache mit reinmachen. Ich nenne jetzt einfach ganz Namen, ist aber vollkommen wurscht. Bei meiner Inge am Bodensee, und da habe ich solche Witze erzählt, da habe ich einmal bei ihr und, das ist übrigens schon 15 Jahre oder 16 Jahre her, und die hat diese Sensibilität, dass die zuhört, dass egal was ich mache, ich versuche dir möglichst leicht was zu vermitteln, zum Beispiel, wie ich dir das Lachen beibringe, manchen fällt dann das Gesicht so runter. Wie war das? Was ist mit euch passiert, dass ihr jetzt lachen könnt? Wenn ihr vorher nicht zugehört hättet, wärt ihr sofort aufgestanden und ihr gesagt, was ist das für ein schmutziger Mensch? Dasselbe Bild, nur eine andere Interpretation. Weißt du, dass all die Sachen, wo es dir den Magen umdreht, wo du Angst, plötzlich ein Gefühl von Angst kriegst, Ärger kriegst, Hass, beleidigt sein, dass wenn du dich umprogrammierst, dass du dich kugelst vor lauter Lachen, weil du dasselbe wertfreie Ding, das in dir auftaucht, anders interpretierst. Der Kern der Sache ist, dass die Inge mich anruft
Und dann sagt sie, du, der, ich sage mal, XY war bei mir. Das ist jemand, der vor 15 Jahren mit mir viel unterwegs gewesen ist, Bernie. Und der wusste nicht, dass ich ihr die Sachen erzählt habe. Der kannte das von mir und jetzt hat er aufgetrumpft und erzählt diese Witze der Inge. Und ich sagte, Inge sagte, ich habe eine wundervolle Erfahrung gemacht, weil sie so nachsinnig war, wenn du solche Sachen erzählst, sagt die Udo. Ich höre dir aufmerksam zu und ich habe irgendwie intuitiv merke ich genau, was du mir vermitteln willst. Der XY war bei mir, der Bernie. Und dann spricht er hier auf und knallt diese Witze von dir raus. Und es war ganz eigenartig. Ich habe die Inge beobachtet und es hat aus seinem Mund total eklig und schmutzig geklungen. Obwohl du dieselben Sachen erzählt hast. Und ich sage, Inge, was du jetzt mitkriegst, diese höhere Schwingungsebene der Motivation. Er wollte einfach einen Joke reißen. Ich freue mich zwar, wenn ihr lacht, aber selbst wenn ich euch lachen lasse, ich will keinen Joke reißen. Du wirst merken, dass alles extrem bewusst und sehr geistreich ist. Selbst wenn was nicht funktioniert, ne? Ich kann euch immer nur sagen, egal was in euch auftaucht, jeder einzelne Moment ist der wichtigste, den es überhaupt gibt. Sonst würde ich ihn euch nicht träumen lassen. Und jetzt, wenn du weißt, dass du in einer Führerscheinprüfungsbogen Traumwelt bist, du musst den Doppelschritt wagen, dass du irgendwann einmal das Tierchen gucken, wo ich sage, dass du dich loslässt von dir und beobachtest, wie du auf die Bilder reagierst. Ich wiederhole nochmal. Wir denken uns folgende Situation. Es ist eine Diskussionsrunde, ob die im Fernsehen ist oder ob du die live siehst. Es sitzen Leute um einen Tisch und die Tasse, meine symbolische Tasse, ist das Thema der Diskussion. Und ihr kennt es, schaltet den Fernsehen ein, ihr habt fast jeden Tag irgendwo eine Talkshow. Wenn du ich bist, egal was irgendeiner behauptet, da du den ganzen Komplex kennst, du hast überhaupt nicht das Gefühl, dass der nicht recht hat. Du wirst feststellen, jeder hat ein bisschen recht, weil du dieses Prinzip von Richtung und Kehrseite erkennst. Also bist du vollkommen neutral und schmunzelst, schaust du die Deppen, um was streiten die eigentlich? Die wissen gar nicht, um was das eigentlich geht. Jetzt ist interessant, jetzt musst du den Werte, das Werte- und Interpretationssystem des Charakters, der dein blaues Ich ist, den kannst du ja beobachten. Ich kann ja mich dabei beobachten, wie ich auf Sachen reagiere. Und du wirst feststellen, bei jeder Diskussion, wo im Fernsehen läuft, wirst du, wenn manche was sagen, innerlich Beifall klatschen und bei den anderen kriegst du so einen Hals. Was das für Deppen sind, wie kann man bloß so denken? Machen wir jetzt mal die Türken. Wie kann man sich das vorstellen? Es wiederholt sich die Zeitgeschichte. Es wiederholt sich die Zeitgeschichte auf einer symbolischen Ebene. Wenn du jetzt in deine geistigen Archive reingehst, wirst du die Kristallnachtsbrand, wirst du rausholen können und dann wirst du feststellen, dass da irgendein Ding angezündet wurde. Da ist übrigens, wenn du jetzt weiter suchst und weiter suchst, dass man gar nicht so richtig überzeugt ist, ob das eigentlich ein Attentäter, nennen wir es wie du willst. Der Witz ist, nach diesem Brand haben viele, die den Hitler nicht leiden konnten, plötzlich den Hitler gewählt. Und dann sind sie mit roten Fahnen, mit Hakenkreuze durch die Dinger gegangen und jetzt schau dir die Bilder an. Jetzt lest deinem Prediger das Buch Kolleg, nichts Neues unter dieser Erde, soll ich euch den Vers herholen? Es wiederholt sich immer, ich habe es im Skype-Ordner reingestellt, die Bilder. Türkiye, Türkiye! Offensichtlich hat euch, wie gerade hier einer geistreich ihm eingefallen, offensichtlich war mir gewaltig getürkt. Und zwar arscht irgendwie einer. Jetzt ist natürlich immer wieder die Frage, jetzt kannst du raussuchen, wer das ist. Die Worte wechseln, es ist die geistige, du musst ein geistig, dich lichtgeschwind bewegen, der sieht von oben alles gleichzeitig. Das ist die höhere Ebene. Diese Sache mit der Erdkugel, wo hell und dunkel gleichzeitig ist, da wechselt nichts ab. Das, wenn ich das Buch in der Hand habe, ob ich die Seite 6 aufschlage, die Seite 20, ob ich jetzt älter am Ende bin, das ist in meinem letzten Drittel, denkt an diese Kurve, schupp. Und das ist jetzt diese Ichs, habe ich hier nochmal sehr stark verfeinert. Das können wir noch viel tiefer machen. Es ist immer wieder, was man aufnehmen kann. Und da steckt jetzt schon die Computertechnik mit drin. Es ist natürlich für euch viele Kleinigkeiten, aber ich will es mal ganz, ganz kurz erklären. Immer dran denken, bitte versucht nicht zu merken. Und wenn einer kommt, das verstehe ich nicht. Das Einzige, du musst Interesse haben. Hab einfach Interesse. Also wir haben zuerst einmal das UB, dann die zwei roten Ich, die zwei blauen Ich. In der einfachen Metapher sage ich, dieses große blaue Ich ist der Mensch und das kleine blaue Ich ist ein Körper aus dem Menschen. Das ist die Persona und das ist der Mensch. Hier in der Metapher gehe ich einen Schritt weiter. Das packe ich jetzt zusammen in den gelben Geist und die Erscheinungen, die hier dranhängen, das Ausgedachte,
Das ist eine reine R, haben wir ja erweckt. Siehst du? Musste ich jetzt offensichtlich die Zeit überbrücken. Das ist das einmal, das, immer wenn du das nicht lesen willst, lies einfach die Tabelle. Du solltest dann Zustand kriegen, wenn dich das Spaß macht, dass du irgendwann einmal diese Rot-Blau-Tabelle, ganz nicht oft genug sagen, das solltest du grob drauf haben und auch nicht nur auswendig lernen, sondern verstanden haben. Dann kannst du, egal ob du es mit Zahlen zu tun hast oder mit Buchstaben, da ist natürlich eine Sache, dass man hier den Trick wissen muss mit dem Aleph, seht ihr das? Und mit den Ayin. Das habe ich übrigens gewaltig, die kann alle Vokale auch nicht mehr. Hier ist bei weitem nicht vollständig. Pass auf, ich sage jetzt ganz nebenher, weil ich sehr einfach halte. Diese 70, diese Ayin, dieses Zeichen im Hebräischen, wird an mehreren Stellen in der Tora mit G übersetzt. Ich sage euch gleich eine Stelle, Sodom und Gomorra. Gomorra beginnt mit dieser 70. Das hängt damit zusammen, wenn wir uns unsere Physiologie sehen, dass wir nochmal sagen, wir haben zwei Zeichen, dieses Aleph und das Ayin. Das sind sogenannte lautlose Konsonanten. Ich mache ein bisschen was dazu, also weil viele das schon können. Wir denken uns jetzt am menschlichen Körper auf und wir haben Stimmerzeugungsorgane. Das ist ein Konstrukt. Nochmal, ob du einen Schreck machst oder Monster AG oder einen Menschen, der fotorealistisch hier computeranimiert wird. Es ist ein Programm. Am Beginn, am Anfang ist es Programm. Es gibt kein Vorher und kein Nachher. Also vergiss, dass da außen eine Welt war, bevor es Geist gegeben hat oder Menschen gegeben hat und irgendwann im Laufe der Milliarden wurde aus Materie Geist. Es ist so unendlich geistlos, was der Materialismus dir sagt. Dass aus Dreck irgendwann Geist wird. Ganz zufällig, Udo-Geschichte, heute Morgen, meine Frau holte mich, sagt Klo-Zeitungen. Bild der Frau. Ja, und das fürs Klo. Jetzt pass auf, ich schmunzel dir mal einen Heidenspaß, wenn ich das lesen du. Beillet im Kind ist unser Frau, unser Fragebogen. Und da ist jetzt ganz neu Fragen, die dich schon längst interessiert haben. Und das beginnt natürlich, was war zuerst da, das Ei oder die Henne? Und dann kommt Biologe, Professor, Doktor, die Erklärung musst du mal anschauen. Es ist so ein Hirnschuss, wie die alle bloß Hirnschuss reden. Weil man eben alles mit der Mathematik, mit dem gelernten Wissen, das wird nicht hergegeben. Es ist so eine Sache mit der Welle. Schaue ich jetzt ganz gezielt mein Nadierchen an. Es ist, wenn mir eine Welle, ich nenne mal die Wellenhälften, das eine sind die ganzen Sachen, die dich ankotzen, die du loshaben willst. Krankheiten, Krieg, Ärger, Armut. Und das andere sind die Sachen, wo du meinst, es ist Himmelreich. Sonnenschein, Wohlstand, keine Krankheiten mehr. Das ist eine Welle. Die muss eins klar sein. Du wirst es niemals loskriegen, wenn du das nicht dafür opferst. Das Neue entsteht erst, wenn du das wieder vollkommen neu aufbaust, was vollkommen Neues machst. Der Menschensohn macht alles vollkommen neu. Darum sage ich, Holofeeling ist ein vollkommen neues Betriebssystem. Wir springen von Basic in Windows. Und für die, die es immer noch nicht begriffen haben, wenn sich einer auskennt, Basic ist ein Betriebssystem. Man kann mit Basic keinen Film laufen lassen. Man kann mit Basic keine Hi-Fi-Musik abspielen, Lieder, menschliche Stimme. Basic kann Geräusche. Dieses Nintendo, was da die alten Spiele, man kann Farben umstellen, dass ich die Schrift rot, blau, grün oder sonst wie mache und dann kann ich natürlich mit Strichchen so ganz grob gerasterte Sachen machen und das war's dann schon. Stimmt, Andreas, oder stimmt? Und jetzt eure gigantische Welt, die so unendlich echt aussieht, die ist basic. Das Himmelreich ist für euch so wenig vorstellbar, wie ich ein Baby in der Matrix sagen kann, wenn es rauskommt. Wobei ich dann nochmal von Matrix 1 und Matrix 2 spreche. Ich will doch nicht, dass ihr euch langweilt in den Höhenebene. Wenn ihr meint, das war schon alles, das ist doch überhaupt nichts. Das wird doch erst interessant. Das ist einmal hier wichtig. Und lasst den Film laufen. Das wird so unendlich einfach. Wenn der Robby mich kommt und anhält, das kommt er in die Ruhe. Ich sage, was soll's? Du kriegst dann Frieden, schon bei Zeiten einen unendlichen Frieden, wenn du weißt, dass die eigentliche Angst, die ganzen Schmerzen, wo du hast, dein Reaktionssystem ist. Wenn du ganz einfach in der Selbstbeobachtung erkennst, dass Ärger unendlich sinnlos ist. Mein altes Beispiel, du fährst rückwärts mit dem Auto, wir reden ein jetziges Trauma, du fährst rückwärts mit dem Auto und plötzlich hast du Mülltonne, nicht gesehen, toter Winkel. Und dann schau mal, wenn du jetzt ich bist,
Ich habe viel Spaß mit meinem Udo. Wie, ob der will oder nicht, diese Figur in meinem Traum aufgrund des Programms. Ach, muss jetzt das sein. Gott sei Dank, ich fahre ja fast nicht Auto, aber es ist mir einmal vor 5 Jahren an der Tankstelle, war so komisch die Tür offen und da habe ich einen ganz leichten oberflächlichen Kratzer reingemacht in das Auto von meiner Frau. Ich habe ja kein Auto und sie macht seitdem immer so. Jetzt ist es, pass auf, der Kratzer selber, meinst du das Auto? Ich sage mal, der Kratzer entsteht in dem Moment, hätte der eigenes Bewusstsein, sagt der Juhu, ich bin ein Kratzer. Das Auto sagt, oh, ist toll, Ornamente, viele lassen sich tätowieren, vielleicht freut sich das Auto über einen Kratzer, es wird so sein, wenn wir es uns ausdenken. Aber was jetzt schön ist, ich sage, das Unwohlsein ist nicht die Erscheinung, du hast Reizauslöser, sondern deine Interpretation, denk wieder an Ärger. Immer wieder, wenn Figuren auftreten, die Ärger, die beleidigt sind, was ich definitiv sage, wenn du jetzt an die Dasse denkst, an die Diskussionsrunden, es sind geistlose Deppen, die wirst du nie erreichen. Das sind Figuren in deinem Traum, die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, die du zu entdecken hast. Trauer. Tausendfach erkläre ich immer wieder diese Anruf, nur Stimme, nur Worte. Es sind einfach nur Worte, was du draus machst durch eine zwanghafte Interpretation, plus die Gefühle sind dann die oberste Oberwelle. Die werden von dir durch deine Interpretation deines blauen Iches erzeugt. So, und das schauen wir uns jetzt hier mal an. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt hier die Grundrate, ich sage es einmal, wachend erweckt, das ist ER, also E setze ich hier immer für 70, weil hier kann man keine bayerische Zeichen machen, das wurde dann nachgefügt von Andreas, hat Andreas programmiert, dass man die Tipps einsetzen kann und das ist jetzt diese 70, muss ich jetzt nicht erklären. Was mir wichtig ist, warte mal schnell, mal trotzdem. Jawohl, jetzt kommt er wieder. Schaut her, wir haben dieses Ich ist Anoggi. Anoggi ist das rote Ich und das Ani rot geschrieben. Wir können die alle auch blau schreiben. Dann kippt es natürlich in die ausgedachte Ebene. Das blaue Ich, das schöpferische Sein Gottes, das schöpferische Sein Gottes. Anak für sich alleine, das ist ein schöpferisches Sein wie Gott. Hört einfach, ich tue das nur übersetzen, dass der da ein gewisses Gefühl kriegt. Und jetzt wird es interessant, jetzt kommen wir in dieses Ich Bin, das ist der Christus, der weiß, ich bin eins mit dem Vater, ich bin aber auch ein Mensch in meinem Traum. Und da habe ich jetzt hier drüber, was heißt das Zirr? Die Zirrbelldrüse. Zirr. Z-I-R, rot geschrieben, der Geburtsgeber ist des göttlichen Kopfes. Rot, blau geschrieben ist die Geburt einer intellektuellen Berechnung. Könnt ihr folgen? Wenn wir jetzt das Zirr eingeben, muss ich mal den da rüberziehen. Wenn wir das Zirr eingeben, da kriegt jetzt ein Riesenschwall. Z-I-R. Schau, wenn euch das jetzt abschockt, immer einfach runter. 90 ist die ewige Geburtsgeber. Immer dran an den Gabriel denken. Die Geburt des Bewusstseins der männlichen Potenz. 10 ist ein bewusstes Gotteskind, Ain, ein nicht existierender Gott, göttlich, rot geschrieben. R symbolisiert den geistigen Kopf, dieses Beroshi, der Anfang von allem. Blau geschrieben ist die 90 eine zeitliche, vergängliche Geburt. Die 10 wird zum Intellekt, I, und das R ist jetzt Ratio, ist eine persönliche Berechnung oder eine spezielle Berechnung. Jetzt haben wir hier einen Abgeordneten, dann haben wir eine Achse und eine Angel. Dann ist es ein Bode, Fischsoße, Geburtswehen, Gesander. Alte roten Begriffe findest du in jedem Wörterbuch, wenn es nicht ganz primitiv ist. Die blauen Sachen lassen wir mal noch weg. Gurkenwasser, Krämpfe, Parlamentsmitglied, Scharnier, Wehen, Türangeln und vor allem es heißt Malen. Die Hauptübersetzung in der Dora, Maler habe ich vergessen, Maler und Malerin. Ich rede immer der Einfallspinsel und sein Maler.
Interessant ist, es ist der Dreh- und Angelpunkt. Das ist die Türangel. Die Angel bezieht sich auf die Türangel. Eine Angel ist auch dazu da, um Fische aus dem Wasser zu ziehen. Gibt es irgendwie, irgendwie habe ich das so mal ein dickes Buch in der Hand gehabt von einem Menschenfischer. Wobei das Wasser blau gelesen die Zeit ist. Der Menschenfischer kommt, um Leute aus der Zeit rauszuziehen. Stille stehen wir die Zeit, in die Zeitlosigkeit, in die Ewigkeit des Paradieses zurückzuholen. Das, was immer ist. Ganz einfach, der Tropfen, der rausgeschleudert wird, der sich zeitlich in Bewegung setzt, glaubt, er ist Zeit und jetzt eine panische Angst hat, wieder zurückzufallen, wo er herkommt, in das Meer. Ich sage, du wirst dann mehr, nicht weniger, wenn du in das Meer reinfällst. Das ist der Punkt, wo du begreifst, du bist nicht nur der Brösel, der du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, sondern dass du letztendlich alles bist, was du anschaust. Was dich zwangsläufig mehr oder weniger zwingt, dass du dich selbst liebst. Holofeeling lehrt dich die rote Liebe, das alles lieben, das totale Verstehen. Du wirst eine Freude kriegen, so wie ich immer wieder ganz definitiv sage, als liebender, geistreicher Mensch. Beispiele tausendmal wiederholt. Du denkst dir jetzt eine Welt, eine Traumwelt mit einer riesen Flora und Fauna aus und jetzt gehen wir nur durch den Zoo. Du kannst all die Tiere, die in Erscheinung treten, lieben und die Tierchen, die du anschaust, merkst du natürlich immer wieder, dass die sehr unterschiedlich sind. Du musst nicht jeden auch schon mal einen Hals fallen. Und du hast, wie ich sage, am Eingang ein Streichelzoo für die Kinder, Kaninchen, Meerschweinchen, deswegen geht der Erwachsene nicht in den Zoo, der freut sich auf die Gefährlichen, auf die Stinker. Die sind doch interessant, weil die sieht man nicht jeden Tag, außer im Fernsehen. Die Exoten. Und du hast überhaupt nicht das Bedürfnis, irgendeins dieser Tierchen zu verändern. Stimmt oder stimmt? Wie ich immer sage, willst du, dass ein Regenwurm fliegen kann? Nein, die sind in Ordnung. Stimmt oder stimmt? Wollt ihr irgendein Tier im Zoo verändern? Lügner. Wie sieht es aus, wenn Trockennasen auf mich in euch auftauchen? Gut, jetzt passt auf, dieser Dreh- und Angelpunkt. Und jetzt mache ich hier, und jetzt kommen wir zu den eigentlichen, das holen wir jetzt, ich setze jetzt hier das Ich als Shaddai und das kleine Ich, praktisch, das wäre jetzt in meiner alten Metapher, ist das der Mensch, der sich vom Säugling bis zum Greis verändert und ein kleines Ich ist irgendeine Person, die in dir in Erscheinung tritt. Das ist Satan, das ist das hebräische Wort für Satan. Wenn wir uns das anschauen, Shin DJ hast eine logisch geöffnete Intellekt, das ist dein Programm, dein Wissenglauben, das Programm im Computer, das die Bilder macht. Und das Erste, was du jetzt brauchst, dieses Satan, das ist eine logisch gespiegelte Existenz. Wichtig, jetzt denk an den Projektor. Im Projektor haben wir eine Lampe, diese Lampe ist das rote Ich. Du flackerst nicht, du bist dein ganzes Leben lang immer dasselbe Ich. Du bist immer dieselbe 200 Gramm rote Knete. Ihr merkt, ich springe jetzt in den Metaphern, ich drücke mit diesen Worten dasselbe aus. So wie wenn ich sage, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht und Lügen haben kurze Beine. Wenn du das nicht, weil du die Sprichwörter kennst, merkst du, ich habe dir dasselbe gesagt. Ob ich von dem Meer, das immer ist, spreche oder von 200 Gramm rote Knete, ob das Meer die Wellen verändert oder die Knete die Form. Es ist dieselbe Metapher. Der Maler, der malt. Der Pinsel, der Einfallspinsel. Das wird jetzt hier, wir haben dieses rote Ich ist die Lampe. Diese rote Lampe brennt immer, aber wieso brennt die immer? Was passiert, wenn du aus der Steckdose das rausziehst? Die braucht eine Energiequelle. Das ist das ausgedachte JCH. Das ausgedachte JCH wiederum, diese ausgedachte Energie ist nicht die Energie, die ständig ihre Form verändert. Nicht vermehrt und nicht vermindert werden kann. Das ist, bin ich, UB, Entschuldigung. Was eigentlich kein Unterschied ist. Gut, und jetzt haben wir hier die Welt der Erscheinungen. Und jetzt pass auf, die hebräischen Wörter für Erscheinung, da haben wir jetzt ein erweckter Schein, ist UNG. Erinnerst du mich dann, wir machen dann in Freeman über UNG. Lass das reicht mal, denk einfach Freeman. Jetzt schau dir diese Worte, das hast erweckt, das haben wir schon, ist jetzt übrigens von rechts nach links gelesen, ne? Wir drehen das bloß. Diese Wörter, diese drei Wörter im Hebräischen, wenn du nachschaust, im Wörterbuch heißen alle unter anderem Erscheinung. Das schauen wir uns mal genauer an. Wir haben hier GL, Gall ist unsere Welle. Okay, jede Welle ist aufgespannter Intellekt.
G11 auf J. Hast dann auch Trümmerhaufen, Tor, Walze, Quelle, Woge, Welle. Eine Aufdeckung, Entdeckung, Erscheinung. Interessant, wenn wir hier machen, auf, ein geöffnetes Eck, immer an den Tetraederspiegel, ganz wenn die Ecken hört, das ist ganz, ganz wichtig, die Ecken, das mit den Ecken verstecken, ich nehme eine Ecke, strecke eine Ecke, bla bla bla, habe ich so oft erzählt. Das sind keine Zufälle, das sind Schöpfungsenergien, die findest du, die ziehen sich wie ein roter Faden. Müssen wir gleich einmal hier, gehen wir mal einen kleinen Sprung in den Koran rein. Wir haben eine polare Existenz. Die polare Existenz ist Ben. Habe ich einen verkehrten kleinen Moment, ich will einen anderen Koran-Übersetzungen, den wollen wir hier. Fahren wir mal runter, Ben ist doch 52, oder? Also schauen wir einfach mal den Ben, die polare Existenz, die 52 an. Das ist der Berg. Die Suri heißt der Berg. DR haben wir gesagt, ist die Generation und BRG heißt im Polar, im erweckten Geist. Der Berg ist 52. Schauen wir mal schnell. Bei dem Berge Tür, TWAFR heißt 3H, Spiegelwahrnehmung. Und bei dem Buch, das geschrieben auf feinen ausgebreiteten Pergament und bei dem vielen besuchten Haus und bei seinem erhöhten Dach, denkt nochmal, Dach schreibt sich GG, Gack, das Ausgedachte, D8 ist doch auch der geöffnete Bruder. 3-3, das Dach, als 33 gelesen, heißt Welle. Und bei einem Geschin Weltenozean. Und bei einem brennenden BR heißt das B, die Polaritäten fangen an zu rennen. Seht ihr? Wir bleiben im Deutschen, die Polaritäten fangen an zu rennen und es sind geöffnete Existenzen. Die N alleine, die geöffnete Existenz, heißt dieses hebräische Wort, deutsch übersetzt urteilen. Ausgedacht. Das, was ich mir überlege, über U mit zwei Pünktchen drüber, B polar berechnet, über Le auseinandergeschmissen, überlegen. Das ist das sogenannte Fundament, bin ich. Aber was heißt Fundament? Griechisch Basis. Eine Facette ist unter, ist eine Welle. Und Mentio heißt übrigens Stein. Das Wort Ment kommt von, sagst du mal, vom Mens, vom Denken. Die Facetten, die zu Wellen werden, kommen von Denken, aber dieses Mens, Ment, von Mendio, von Fundament, haltet euch fest, das heißt zum einen etwas überlegen und es heißt Lügen verbreiten. Ich denke mir was aus und es wird jetzt longitudinal in Vergangenheit und Zukunft verbreitet. Wenn du jetzt einen Hauch, wenn man das ein paar Mal hört, da schwingt jetzt schon, wenn du einen Hauch von Ahnung hast, schwingt mit die Physik, dass das Zufall. Ist hochinteressant, jetzt geht eine Hochschule für Linguistik und die erklären dir, dass die menschliche Sprache rein zufällig in Jahre von der Jahrtausende aus unartikulierten Tierlauten entstanden ist. Nachgeschwätzt. So, weiter. Die Strafe deines Herrn trifft sicher ein. Keiner gibt es, der sie abzuwenden vermochte. Am Tage dort, der Filme furchtbar schwanken, die Himmel, Hayom, sind ML Gestalt gewordenes Joch. Wir haben hier wieder unser ML, ist das, was über Hayom drüber ist, fängt an zu schwanken. Und die Berge sich vom Platze bewegen. Das sind diese Wellen, wenn du einen Wellenberg fokussierst und der läuft. Es gibt keine Bewegung, es ist ja hier. Du denkst dir, dass er von hier nach hier läuft, aber letztendlich wechselst du hier Bilder aus. Da ist die ganze Matrix dahinter, von Film. Dass du jetzt Computer hast, ist nicht, weil der entwickelt wurde vom Menschen. Nochmal. Der Materialismus schreibt dir vor, dass sich im Laufe von Jahrtausenden da außen laufend eine Natur ist mit Naturgesetzen und im Laufe der letzten Jahrhunderte hat der Mensch sich so weit entwickelt, dass er das mit einem Computer simulieren kann. Das hebräische Wort für Computer heißt Mechschef. Wir können jetzt in den Denach gehen und ich zeige dir, wie oft ich das Wort in der Denach erwähne. Im Langenscheid heißt dieses Wort Computer oder Computerprogramm. Hier wird natürlich das im Alten, wird das Rechnungsführer genannt. Rechnungsführer. Weil damals hat es ja noch keine Computer gegeben. Ist logisch, aber nicht besonders geistreich, weil es keinen damals gibt. Gut, man kann jetzt die Welt simulieren als virtuelle Welt, Cyberspace, und ich kann innerhalb dieser virtuellen Welt Wirtschafts-, also Zusammenhänge, Wirtschaft, Fußball, egal wie,
Wirtschaftssimulation, Crashtest bei Autos, ist reine Physik. Es war so eine interessante Sache, wie die Computer gekommen sind, dass Autoindustrie, ich mache wieder eine raumzeitliche Geschichte, unheimlich viel Geld ausgegeben hat, für Autos zu entwickeln. Glaube ich, beim 190er Mercedes 600 Millionen hatte die Entwicklung der Hinterachse gekostet. So habe ich aus das Buch heraus. Und plötzlich war das alles so billig, weil man es am Computer simulieren kann. Die haben ja hier 50, 60 Autos zusammengeschossen, um die Fahrgastzellen sicherer zu machen. Und das kann man jetzt simulieren. Und was jetzt ganz interessant ist, jetzt für Uda wieder, dass hier die ganze Elektronik, der Fernseher, Verstärker, sind ja Schwingkreise, gibt es Grundschaltungen, da sind Bauteile drin. Eine Spule, ein Kondensator, Widerstände. Dass komplett diese Formeln in der Elektronik, dieselben Formeln, die reinen physikalischen Formeln, sind in diesen Crashtest-Simulatoren einprogrammiert, plus mit anderen Werten. Das sind die wirklichen Grundgesetze. Sind elektronische Schaltungen, die Elektronen, wo hier unser Meister gerade gesagt hat, dass dann die Elektronen im Gehirn dieses und jenes machen, die Vorstellungen sind falsch, die Formen stimmen. Das ist natürlich jetzt immer wieder, weil ich sage, was habe ich da damit zu tun? Sagst du mal, du denkst dir das jetzt hier aus, zumindest in Udo denkst du dir aus. Das ist Macht sehr alleine. Weißt du, wenn das, der Geist aufgeht und du willst dich mitteilen, du willst deine Freude mitteilen mit deinen Brüdern, jetzt denk wieder an meine Geschichte mit der Ameise. Da muss man sich zuerst einmal extrem runterholen und Demut lernen. Das tut überhaupt nicht weh. Weh als an jenem Tag, ihr merkt schon, ich zeige euch in jedem Koran, wir können viel Spaß, ich werde es in den U-Bahn nicht schaden, bloß das wird dann sehr, sehr komplex. Dass wenn du reingehst, dass wir hier, machen wir mal Folgendes, Bibel. Ich habe jetzt interessant, schau, da gibt es die Mubin und die Hubim. Die Mubin und die Hubim. Das sind nur Stichwörter, ich will sie nicht alle aufrufen. Das unheilige, leere Geschwätz von den Leuten. In ihrem eigenen Geiste nachgehen und Sachen, die sie niemals gesehen haben. Das ist, es wird so beschrieben, meine alte Sache hier, katholische, nichts und niemand wird im Neuen Testament mehr abgewatscht wie die katholische Kirche. Glaube nicht denen, die sich lange schwarze Gewänder anziehen, von jedermann in der Stadt auf dem Marktplatz von aller Weite gegrüßt werden, in der Kirche ganz vorne stehen, ich sage auf der Kanzel, und die den Witwen die Häuser vom Kopf fressen. Die den Witwen die Häuser vom Kopf fressen. Das, egal, ob du Luther hast, ob du Elberfeld hast, ist das nicht die totale Beschreibung der katholischen Kirche? Und dann wird es natürlich ganz schlimm mit den Homosexuellen. Ich sage immer, wahre Liebe gibt es nur unter Männern. Männer ist Geist. Immer dran denken, wenn ich vom Mann rede, ist es Geist. Wenn ich von der Frau rede, ist es das Programm. Das ist der Adam. Denker und Ausgedachtes. Wobei Nekaba, unterirdischer Gang, ich will jetzt da nicht so genau drauf eingehen. Das hat nichts mit besser und schlechter zu tun. Das, was mir jetzt zuhört, ist ein Mann symbolisch rot geschrieben. Der kann durchaus zurzeit die Rolle einer Frau spielen. Ich habe auch viele Bärchen, wo ich dann immer wieder sage, pass auf, wenn sie total heiß ist, interessiert ist an Holofeeling und der Mann will davon nichts wissen, soll ich in eurer Partnerschaft, die du zu durchschauen hast, spielst du die Rolle der Frau, wo du ein Mann bist und ein Mann ist eigentlich die Frau. Innen und außen. Und jetzt ist mit der Homosexualität die Übersetzungen, wo sie bringen, wenn du das jetzt griechische Original, Neues Testament ist griechisch, wenn du das nachschaust, dass das Wort da überhaupt nicht vorkommt. Das griechische Wort, ich sage mal einfach korrekt altgriechisch übersetzt, heißt Kinderschänder. Das ist eine Todsünde, Kinderschänder. Jetzt pass auf, jetzt gehen wir mal davon aus, da ist ein Erwachsener, ein Geist, ein großer Geist, ein großer Mann, der die kleinen Männer, die kleinen Geister falsch programmiert. Kinderschänder sind katholische Pfarrer, Kinderschänder sind Physiker, das sind all die Leute, eure Lehrer sind alles Kinderschänder, weil die kleinen Geister so einen Scheißdreck reinmachen, dass eine ganze Welt voller Angst, voller unvorstellbarer Schwachsinnigkeit, dass ich immer wieder sage, wenn du mal eins und eins zusammensetzt, wenn du nur noch hörst, Wachstum, Wirtschaft angeben, Wachstum, wo wollt ihr eigentlich hinwachsen? Als wenn der Sinn des Lebens wäre, Geld zu verdienen. Ja, ohne Geld geht es doch nicht mehr. Ich sage, stimmt, wenn du das glaubst, das ist es so, mit allen Konsequenzen, die du zu tragen hast. Meine schöne Geschichte von Captain Kirk, viele kennen das, im Jahr 2004, wo die eine Zeitreise machen
Und dann kommt eine mit aufs Raumschiff von der damaligen 1989 oder was. Und dann ist die ganz erstaunt und sagt, wie viel verdient man bei Ihnen so viel als Captain? Und er sagt, grinst er und sagt, das haben wir vor 400 Jahren schon abgeschafft. Es ist so, wenn du mal selber zum Denken anfängst, wirst du jetzt erst einmal einen riesen Hals kriegen und dich nur noch ärgern. Ist auch hier, wenn selbst eine sehr intellektuell sind, wenn ich Andreas Bob oder so, habe ich darüber gesprochen, jetzt Figuren, die ich aus dem Internet heraus kenne, ausgedachte. Ich finde ihn so klasse vom Auftreten, von der Rhetorik. Könnte sich der Udo Scheibe abschneiden, aber vielleicht wachse ich da noch einmal hin. Und die suchen nach dem Plan B oder der Hörmann, ganz, ganz knuffiges Kerlchen, Wirtschaftsprofessor. Die haben die Probleme jetzt erst einmal erkannt, obwohl sie keine Probleme erkannt haben, weil die nur ein neues Geldsystem suchen. Die eigentliche Wurzel haben sie überhaupt nicht erkannt, dass das alles überhaupt nicht nötig wäre. Das lässt sich aber nicht hier und jetzt verändern. Und zwar deshalb, weil egal was du veränderst, du zerstörst alles. Ich habe schon mal mein schönes Beispiel. Wir denken uns jetzt einmal Folgendes. Ein Segen für die Menschheit in dieser verlogenen Gesellschaft, die wir uns jetzt ausdenken und wir verfügen über das Bewusstsein, dass nicht zu niemandem uns jetzt ausdenken, vorwerfen, dass wir es uns so ausdenken. Das muss, ohne dass ihr permanent dran denkt, so wie die vielen Sachen in euren momentanen Alltag, ihr habt positive Reaktionsmechanismen, wenn ich was auftauchen lasse. Und ihr habt negative. Wir denken uns jetzt ganz einfach einmal, jetzt habe ich den Faden verloren mit dem blöden Reaktions, ich war Alzheimer, Alzheimer. Wo war ich denn? Den Frieden beim Andreas Bob war man beim Hörmann, dass dieser Plan B, dass das ganze Geld denken, dass die, du kannst es hier und jetzt nicht verändern, weil du in einer Matrix bist, in einem Führerscheinprüfungsbogentraum. Wenn du die Führerscheinprüfung bestehst und die hast du dann bestanden, wenn du die Fehler erkannt hast und du freust dich, ich wiederhole immer dieselben Beispiele, nimm das, drum träumst du das jetzt. Wenn ich einen Führerscheinprüfungsbogen habe, habe ich zuerst einmal ganz einfach einen Bogen, ich sage mal voller Fehler, ich nenne es einmal Fehler, sind ja keine Fehler, sondern eigentlich bloß Ungereimtheiten, Widersprüche. Wenn du jetzt in einer Prüfung bist, du kriegst den Bogen, du schaust die erste Frage an. Und du siehst sofort, was du ankreuzen musst. Was passiert dann in dir für ein Gefühl? Freude. Wenn du es nicht sofort siehst, dann wirst du aber so clever sein, dann nicht die ganze Zeit zu verblasen, die du hast an der Prüfung, sondern du gehst dann zur zweiten Frage, zur dritten Frage und immer, wenn du eine Frage sofort den Fehler siehst, freust du dich. Und dann fängst du nochmal an, die Restzeit benutzt du dann, die schwierigen Sachen auszubaldofern. Was passiert jetzt, wenn ich sage, deine momentane Traumwelt ist ein hyperlebendiger Führerscheinprüfungsbogen und du siehst so viele Fehler in der Welt. Stimmt oder stimmt? Und was passiert jetzt? Freust du dich, dass du den Fehler siehst? Nochmal, materialistische Logik macht genau das Gegenteil, was ein geistreicher Geist macht. Du kriegst so einen Hals, aber jetzt kommt noch das Nächste. Du meinst, du müsstest den Führerscheinprüfungsbogen korrigieren. Das sind normale Menschen. Ich sage, nein, was passiert, wenn wir an was nicht denken? Was passiert, wenn wir an was nicht denken? Dann ist es weg. Das ist hundertprozentig sicher. Das heißt, in dem Moment, wo ich das erkenne und ich freue mich und ich setze meinen Haken, weg. Es ist abgehakt. Jetzt wird natürlich, sage ich dir, im normalen Leben, da können wir eigentlich ein Lied davon singen, wird genau dieser Fehler, wird nochmal, ich werde ihn mehrere Male in dir auftauchen lassen, etwas verwandelt. Und zwar deshalb, um zu prüfen, ob du den wirklich abgehakt hast. Meistens reagieren die Leute, wenn das nochmal kommt, warum ist das schon wieder, ich habe doch das schon begriffen. Ich sage, wenn du es begriffen hättest, würdest du lächeln und es wird sofort wieder in sich zusammenfallen. Du hast hier und jetzt schlichtweg und einfach zu lernen, dich über nichts und niemanden mehr aufzuregen. Das ist das Einzige, was du, ich will, dass du vor nichts und niemandem mehr Angst hast und dich über nichts und niemanden mehr aufregst. Und ich werde jetzt zeigen, wie viele Sachen ich in dir auftauchen lassen, wo du trotzdem extrem negativ reagierst. Und du musst jetzt der werden, dem das bewusst wird, wer ist daran schuld? Dein Ego, der Satan. Dein logisch geöffneter Intellekt, deine logisch gespiegelte Existenz, die du ein Leben lang ich genannt hast. Ein riesen Moserer, Moser im Hebräischen, das ist das hebräische Wort für Moral. Das heißt im Langenscheid auch Angeber, Denunziant und Schwarzmaler. Schaut nach im Langenscheid. Moser. Angeber, Moral, Moralist, Moral und Schwarzmaler.
Jetzt pass auf, ist nicht ein Moralist ein Angeber, der permanent jeden sagt, was richtig ist? Denunziert er nicht jeden, der nicht seiner Meinung ist, und ist er nicht ein Schwarzmaler in Bezug auf die Zukunft? Das gilt übrigens für alle Religionen. Das Tödliche ist, wenn du dich verwandeln willst, musst du dich loslassen von deinen Traditionen. Das heißt jetzt nicht, dass junge Leute in ihren Traum nicht in den Trachtenverein gehen können und da wenn Spaß sich machen, wie ritterliche Spiele, Schwertkämpfe spielerisch. Wenn ich weiß, dass es abgehakt ist. Okay, wir spielen halt aber im Mittelalter. Aber es muss innerlich abgehakt sein. Ich weise immer wieder darauf hin auf den Fiegenstall-Vortrag. Was ist Hospitalismus? Wenn du jetzt nachgehst, ich mache es mal ganz einfach, sehr vereinfacht, wenn einer sagt, aber es ist ein gewisser Lagerkoller, wenn du Affen oder irgendwas hast und die sind lang eingesperrt, wenn du eingesperrt bist. Und dann meine Bilder und dann springe ich ultraorthodoxe Juden an die Klagemauer hin, dann springen wir in ein buddhistisches Kloster, wo eine und wenn du meinst, du äffst es nach, ich war schon in einem buddhistischen Kloster. Ich mache Yoga. Das ist, man meint, mit irgendeiner einseitigen Technik was erreichen zu können, was du schon die ganze Zeit bist. Du musst dich wieder erinnern an das, was du bist, und das Problem besteht darin, du musst dich an was wieder erinnern, das du nicht denken kannst. Die Glückseligkeit, das ewige Himmelreich ist das ewige Hier und Jetzt, das sich immer wieder verwandelt bis in alle Ewigkeit. Und die wollen sich wegmachen, wegmeditieren, in die Stille meditieren. Jetzt ist natürlich Stille und dann, das eine gibt es nicht ohne das andere. Das heißt, wenn sie das Prinzip wirklich verstanden hätten, die Hindus, die ich in meinen Upanishaden beschreibe. Es ist die Logik, du kannst aus Worten nur herauslesen, was du selber hineininterpretierst. So. Ja, machen wir gleich. Weiß nur, was wir noch Zeit haben. Schaut mal her, die Taube in den Schlupfwinkeln. Seht ihr das? Die Schlupfwinkeln. Und lehre mich deine Ordnungen. Das wäre jetzt jeder Vers, wäre interessant, da genauer drauf einzugehen. Wir haben jetzt hier die Erscheinung, die nächste Erscheinung ist Hasa. Das ist der Hase. Der Hase, ich sage immer, der Dachtraum schlägt Haken. Unberechenbare Haken. Das ist übrigens auch schon im ersten, dieses Hasa. 5-7-5, das ist Selektion 5-5, auch Vollkommenheit, wenn wir es rot machen. Schau, die Rot ist die Sattheit, die Fülle eines bewussten Geistes und Wahrnehmung hüben, Wahrnehmung drüben. Das heißt, Tagtraum, Wachträumen, Fantasieren, Wachträumen. Dieses Wort kommt in Denach, wenn man aufmacht, ich schaue mal, ob man den jetzt bei dem zeigen kann, über 700 Mal vor. Mal Suchtbegriffe. Könnt ihr das sehen da oben? Das Wort kostet 704 Mal kommt es in den Nach vor. In jedem Wörterbuch, in jedem Hebräisch Wörterbuch, Hebräisch, Deutsch, Hebräisch, Englisch, Hebräisch, bla bla bla, wird dieses Wort übersetzt mit Wachträumen, wach. Wenn ich jetzt Ältere zum Beispiel hast, vor sich hin fantasieren, sind auch Tagtraum. Aber da ist eine ganz klare Aussage dabei. Es wird in dieser Dora, übrigens selbst jetzt hier in der neuen Übersetzung, machen wir einen raus, dass ihr euch das anschauen könnt. Schaut, das wird jetzt da rot markiert. Ich lasse das einmal. Siehst du, wird es immer nur übersetzt, dieses Spritzte. Jetzt habe ich hier dieses Spritzen und Sprengen, wo es Juden auch noch übersetzen, ist eigentlich nicht 575, seht ihr das, ist 575, sondern es ist 5075, SZ steht für die 7 hier. Das heißt herausspritzen, besprengen, aber was macht eigentlich dein Traum? Was macht dein Dachtraum? Das ist nicht nur die Gedankenwelt, das ist die Gischt oben. Das spritzt heraus, ich heißt Gestalt geworden, Bestehende, das Sein, dein Geist wird zu Spritzen, die dann immer wieder, das sind die Schichten, die oberste Schicht ist die Gischt. Spritzt heraus, ist doch dein Dachtraum. Das ist das vor sich hinträumen. Das ist Physik. Es wird nicht einmal so übersetzt, glaube ich, in einem Vers kann man es annähernd erkennen. Obwohl das in jedem Wörterbuch drinsteht.
Das heißt, ich habe jetzt hier hingeschrieben, HSZ, Quintessenz Select, machen wir hier, sehen wir es besser. Kommentar, das ist das, was hier das Herausspritzen, das steht, das bezieht sich jetzt auf den Dennach, das sieht man hier nicht. Die geistige Quintessenz, ich schreibe jetzt das mal in rotes Haar, da habe ich diesen Rückholpfeil nicht, und SZ ist Selektion, eine selektierte Wahrnehmung. Könnt ihr das hier euch vorstellen? Das Rot mit dem Rückholpfeil, das ist die Quintessenz, das bin ich, und eine selektierte Wahrnehmung. Das ist also eine Spritze, die ich herauswerfe. Jetzt als Ganzes etwas, et heißt Zeit, heißt eine augenblickliche Erscheinung, etwas vor sich hinträumen, fantasieren, ein Darktraum, einen Darktraum haben. T-Raum ist ein gespiegelter Raum. T-Raum ist der Spiegelraum. Dies, dieser, dieses, dies, er, dies, dies, der ewige Alltag, dies ist lateinisch der Tag. Der Tag, Leben erwecken, wir haben immer unsere Ecken. Hase, schau, H-S-E, Hase. Etwas vor sich hin und jetzt wird es nur in Rot-Blau. Das nächste hier, wir haben nochmal ein Wort für Erscheinung. Das ist wichtig, das ist ein Chat. Das ist minimal, man kann es fast nicht unterscheiden. Hier ist offen und hier ist zu. Chaser für sich alleine. Dieses Chaser wird in Wörterbüchern zuerst einmal übersetzt mit Brust. Die Brust. Es bezieht sich auf den Brustkorb. Die weibliche Brust ist Schad, die logische Öffnung ist Schad. Die zwei Brüste sind Schadim. Schad heißt auch Dämon. Da kommt dann, das sind die Bilder, wenn zuerst einmal Symbole, aber was wichtig ist, da steht jetzt noch Erblicken. Im Langenscheid, selbst im Langenscheid steht im Geiste sehen. Dieser Brustkorb, den stellt euch jetzt vor, den schieben wir jetzt nach vorne. Und das ist die Cyberspace-Brille. Und jetzt wollen wir in den menschlichen Körper reingehen. Das ist in der Holo-Arithmetik in Ansätzen angesprochen. Und du deine Rippen, das ist die Seite, die den Adam entnommen wird. Wenn du die zählst, da gibt es echte und unechte Rippen. Ich gehe jetzt nicht drauf ein. Dieser körperliche Aufbau ist exakt im Schöpfungsschlüssel, das sind zahlenarithmetisch in der Holo-Arithmetik, ist ein Zahlenstruktur, die verbildet wird. Das ist die Cyber, die Brust. Darum heißt es im Geiste sehen. Das ist die Cyberspace-Brille, weil die Welt da außen, die siehst du eigentlich in dir drin. Und wie die Rippen im menschlichen Körper aufgebaut sind, selbst die Fingerknochen, diese Hand, wenn wir jetzt das Skelett machen, das ist exakt die Zahlenstruktur des ersten Satzes, des Schöpfungssatzes. J, die göttliche Öffnung, heißt es ja, hat alles offenlegt, für jeden Mann kostenlos zugänglich, bloß die Holo-Arithmetik lesen. Da wird er bloß merken, dass der relativ schnell abschaltet, obwohl am Anfang drin steht, dass der Intellekt eines 13-Jährigen wieder ausraucht, selbst die ganzen Rechnungen, die ich mache. Ich merke das immer wieder, wenn eine zum Beispiel die Mutationslesen des Selbstgesprächs, oh, das verstehe ich nicht, weil eine Formel drin ist. Na, sie hast du schon mal genau hingeschaut, was das für Formeln sind. Das ist einfach nur die Kreisformel, die Berechnung der Kreisoberfläche und des Kreises. Das war es eigentlich schon in der Mutation. Und der Umfang vom Kreis, ich sage mal, in was für einer Schulklasse hat man eigentlich den Kreis in der Geometrie? In der fünften oder sechsten, ich, ist mir zu lang her. 90%, 95% sehen die Formel, oh, das verstehe ich nicht. Sind das erwachsene Menschen? Es sind aber Wählerstimmen. Sie dürfen mitbestimmen, weil sie die totale Ahnung haben. Und ich sage, egal, die ganzen Meinungen, die du in der Welt, die du dir denkst, wie war das nochmal? Ich sage, egal wenn er den Mund aufmacht, ich mag es jetzt einmal erwähnen, proletenhaft, ich sage dir sofort, ob dir die Bildzeitung lesen tut, aber in Spiegel liest du den Stern. Sie rezitieren. Ich sage dir, was für Internetseiten ihr anschaut, die ganzen Verschwörungstheoretiker. Feindbilder predigen und dann hängst du dran und du meinst, du bist ein Alternativer. Das ist zum Beispiel hier, was ich immer kann, dieses Ubendo TV. Der Frevel besteht erst einmal darin, wenn wir da jetzt einmal runterfahren. Schaut mal, lest einmal da. Was bedeutet Upendo? Das Endosystem. Bisschen Latein. Upendo ist das Wort für Liebe, beziehungsweise Lieben in der Sprache der Suaheli. Einen Stamm, der in etwa bla 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 bla. Die Liebe leben. So, und jetzt schauen wir uns das Ding an, was der da verbreitet. Das ist einer, der sagt hier, wir werden ja in den Medien, die Lügenpresse bloß verarscht. Und der sucht jetzt im Internet, das ist eine Suchmaschine, das ist die Programmübersicht. Das sind YouTube-Kanäle, die wir uns jetzt ausdenken.
Machen wir mal die Deutschen. Das sind YouTube, das sind alles YouTube-Kanäle. Und er sucht jeden Morgen stündlich durch, ob irgendeinen neuen YouTube-Beitrag rein. Querdenker ist natürlich dabei. Bla 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 bla. Und dass du da nicht alle abrastern musst, kannst du ganz einfach hier Ubuntu installieren, also die Internetseite aufrufen. Und dann hast du jeden Tag, letzte Sendung vor 2 Stunden, Wege aus der Mühle des Lebens. Dein Dudu ist ein österreichischer Sender, die verkaufen dir nur ESO-Scheiße, egal was ist. Es ist ein Werbesender für ESO-Kacke. Dann haben wir hier Verteidigungsminister und all die Berichte durch die Bank sind einseitige Syrien, RDD, Terror, also auch nächstes. Liebe, Liebe Ubuntu bedeutet Suailo, bedeutet Liebe. Das kannst du durchblättern, es ist nur Kack, Feindbild verspritzen von Hass, von Einseitigkeiten, von Rechthabereien bis zum es geht nicht mehr. Das ist deine normale Welt. Du bist dran schuld und dann doch wieder nicht schuld, weil wir wollen ja nicht einseitig sein. Und jetzt kommt plötzlich hier das Solo-Feeling und es haut alles über den Haufen. Habe ich euch am Anfang nicht gesagt, das zieht euch zuerst einmal den Boden unter den Füßen weg. Ich stelle euch in ein Nichts, was natürlich ganz interessant ist. Wir gehen jetzt einmal dieser Hebel. HBL, das ist dieser Hebel, das ist das Wort Abel in der Bibel. Da steht im Hebräischen HBL, also Hebel. Das wird mit Abel übersetzt. Jetzt soll ich natürlich mit der Übersetzung selbst stimmen, du wirst von mir nicht einmal hören, die verschiedenen deutschen Übersetzungen stimmen auch, die sind sogar sehr geistreich. Machen wir mal das Wort Abel, das deutsche Wort, das in der deutschen Bibel steht. Dann haben wir AB ist der Vater, AB ab und wir machen jetzt 2 Zweierradixen draus und der Abel ist dieses BL, das Polare im Licht. Wenn du jetzt das Hebräisch machst, Hebel, das heißt, jetzt hast du mal eine Nichtigkeit, ein Nichts, das habe ich euch gesagt, das ist das rote Ich. Ein Kain, Kof, Kof heißt Affe, da steckt das Wort Affinität, Affekt, Affinität. Darum ist es die 100, die 100 ist 2 mal 50. Wir gehen einmal nur auf die Zahlenebene. Könnt ihr folgen? 100, Kof, das Q ist ja 100, wir gehen auf die 100, das ist 2 mal 50. Das ist die 100 oder zum Beispiel Oll. 70-30 ist praktisch 70-30. Oll heißt hochheben und Joch. 70-30 zusammengezählt gibt 100. Was ist ein Joch? Also so, aber das heißt nur, wenn du Zahlen liest, um soll ich, wenn du die Zahlen oder die Buchstaben weißt, was du merkst, du kannst zusammenzählen und du wirst immer in der Symbolik, weil das Energiewesen sind, das richtige Bild aufbauen. Dieser Abel, der Hebel, jetzt gehen wir in die Physik, dann hast du die Hebelgesetze. Ganz tolle Gesetze. Man gebe mir einen festen Punkt, ein unbewegliches Hier und Jetzt und ich hebe dir die ausgedachte Welt aus den Angeln. Ist bekannt, ne? Jetzt schaue ich einmal ganz kurz, ich zeige euch einmal ein Bild, wenn man Fantasie hat. Das mache ich noch schnell. Denkt einmal ein bisschen mit. Wenn wir jetzt hier eine Waage haben, ich sage immer wieder, eine Waage ist kein Instrument zum Messen, sondern ein Instrument zum Vergleichen. Eine Waage ist kein Messgerät. Das ist das klassische Beispiel, dass Kritik, auch ein ganz wichtiger Satz, jeder Satz von mir ist unheimlich wichtig, dass ihr den versteht. Wenn in deiner Welt irgendeine Figur Kritik äußert an irgendwas, diese Kritik sagt überhaupt nichts aus über das, was kritisiert wird. Es sagt alles aus über den, der kritisiert. Weil Kritik, das hast du mal wertfrei gelesen, heißt bewerten. Kritik, das Wort ursprünglich heißt nur bewerten. Der Kritikos. Und es gibt ja auch eine positive Kritik. Jeder, der etwas kritisiert, bewertet das, was er kritisiert, mit seiner persönlichen einseitigen Logik. Das heißt, ein Kritiker audit seine eigenen einseitigen Dogmen. Seine ganz persönlichen Vorstellungen. Sehr vorsichtig sein, wenn du jetzt ins Internet gehst und du willst dich informieren, weil du irgendwas gehört hast von Holofeeling und du liest dann hier, lass die Finger davon, ich kenne einen, der hat Holofeeling gemacht, der ist in der Klapse gelandet. Dann, oh, ist ja hier, das ist das, du hast keine eigene Meinung. Man muss immer nachsehen, wobei das eine gute Erfahrung ist, ne? Psycho. Jetzt pass auf, ich mache schnell das Hebelgesetz. Das Hebelgesetz sieht folgendermaßen aus.
jetzt machen wir mal, wir verändern die Maßstab. Bitte etwas Fantasie haben. Wenn das in der Mitte ist, wirst du immer wieder feststellen, dass hier das im Gleichgewicht ist. Sobald wir das verschieben, wir setzen den Mittelpunkt etwas rüber. Das heißt, wenn wir das jetzt waagrecht halten müssen, müssen wir das schwerer machen. Das kann man ausrechnen, gibt es ein Hebelgesetz. Das heißt, ich will das immer in der Waage halten. Dann muss die kurze Strecke muss schwer werden, um die lange Strecke das Gewicht auszugleichen. Jetzt sehen wir mal das Ganze, wir haben eine Transformation. Wenn ich jetzt hier schwinge und ich sage jetzt mal, ich ziehe jetzt den hier einen Zentimeter runter in einer Sekunde, wirst du feststellen, dass der in derselben Sekunde eine größere Strecke zurücklegt. Die Spitze. Wenn ich das jetzt noch weiter mache, wirst du feststellen, dass das hier noch schwerer werden muss, das noch leichter werden muss und wenn wir hier wieder was verändern in einer gewissen Zeit, verändert sich in derselben Zeit dort drüben noch viel mehr. Das heißt, das wird immer schneller und das immer langsamer und das wird immer leichter und das wird immer schwerer. Seid ihr dabei? Was passiert jetzt, wenn ich genau hier den Mittelpunkt an das Anfang setze? Dann ist es unendlich schwer und es bewegt sich gar nichts mehr und es wiegt gar nichts mehr und es ist unendlich schnell. Was will ich euch damit sagen? Pass auf, wir denken uns eine SDR-Regel, eine Strecke und du fährst mit dem Fahrrad. Jetzt bitte ganz einfach denken. Wir machen ganz einfache Physik. Ich will euch zeigen, dass die physikalischen Formeln unheimlich wichtig sind, aber dich alle letztendlich zu dir zurückführen. Du fährst mit dem Fahrrad und du drehst und wir wissen ja, wir haben Gänge. Ich kann jetzt einen höheren Gang rein tun, da muss ich nicht so schnell drehen, aber ich muss schwerer drehen. Ich tue einen niedrigeren Gang rein, muss ich schneller drehen, komme nicht von der Stelle, geht aber ganz leicht. Dementsprechend weniger Strecke. Jetzt denken wir uns, du drehst mit einer gewissen Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit lassen wir gleich, beziehungsweise Entschuldigung, die Kraft, wie du in die Pedale trittst, die reine, die Widerstandskraft lassen wir gleich. Und dann legst du eine gewisse Strecke zurück und ich mache jetzt Folgendes, dass ich hier, wie beim Automatikstufen, diese Automatiker, wenn eine Steigung anhebe. Du wirst feststellen, wenn wir die Kraft nicht verändern wollen, müssen wir uns schneller drehen. Stimmt oder stimmt? Das heißt hier, wir kriegen eine kürzere Strecke bei derselben Kraft im Drehen. Jetzt mache ich das noch steiler. Das heißt, die Strecke wird noch kleiner. Muss noch schneller drehen, was passiert jetzt, wenn das senkrecht da ist, dann drehe ich mich unendlich schnell, aber ich komme dann mal von der Stelle. Lasst euch das durch den Kopf gehen, das spiegelt sich. Dass ich dann praktisch keine Millimeter von der Stelle komme, jetzt drehe ich mich im Hier und Jetzt. Jetzt weißt du, wenn du dich lichtgeschwind bewegst, ist alles Hier und Jetzt. Das rote Hier und das rote Jetzt. Das heißt, die Ansätze sind in den Physikbüchern schon drin, wenn ich das nicht raumzeitlich auslege. Ich hätte so viel Spaß, euch das genauer zu erklären. Es macht keinen Sinn, wenn ihr nicht die ersten kleinen Regeln begriffen habt, dass ihr jetzt erst einmal wissen müsst, absolut sicher wissen müsst, was ihr selbst seid. Und den Punkt habt ihr dann erreicht, wenn ihr euch über nichts und niemanden mehr aufregt. Und ich sage immer wieder, auf den Kleinigkeiten, wo ich euch einspiele, rasten manche vollkommen aus. Ich sage dann immer wieder hier so, ich gehe mit meiner Frau spazieren, das ist ja ganz eine Liebe. Wir gehen Marktplatz, Altstadtfest, Musikband spielt, Frenkie sitzt da, sagt, setzt euch doch mit her. Und sie macht dann noch, ist mir zu laut, das ist mir zu laut. Habe ich gesagt, den Hausfrieden, nachher setzen wir uns halt nicht dazu, weil es ihr zu laut ist, die kann den Krach nicht haben. Und das ist eigentlich so Stellen, das ist einfach Reaktion. Jetzt ist es natürlich immer wieder eine Figur in meinem Traum und du wirst irgendwann einmal alle lieben. Es ist natürlich sehr unangenehm für viele, wenn du so ein Leid in dir drin hast, und das ist einer da, der lächelt dich an und sagt, schrei doch. Du hörst schon wieder auf. Das ist immer wieder, ich liebe meine Kinder, ich liebe alle gleich. Natürlich ist mir einer, der hier rumlacht, lieber wie einer, der hier im Sandkasten, Sand ist übrigens Koll, das hebräische Wort Sand, Koll heißt auch das Weltliche. Denk wieder, mit einem Bein im Meer oder auf dem Meer, spielt man ja fast noch besser, und mit dem anderen Bein auf dem Land. Und der Land ist der Rand. Das ist übrigens diese Grenze, kann man jetzt Ufer nennen, UB, erweck dich, an der Grenze zwischen diesseits und jenseits, Ufer, F ist ja P, PH, denk an Foto. Das ist das Ufer, das jenseitige Ufer. Diesseits und jenseits, ich sage immer wieder, wenn du im Meer bist, ist praktisch das Jenseits von der Einheit die Gedankenwellenwelt und wenn du das auch, das tauscht sich aus. Dies ist der Dach, der ewige Dach. Jetzt haben wir Pause.